Herzlichen Dank. Das Wort erhält nun Frau Köstinger für 2 Minuten. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Kommissar, die europäischen Konsumentinnen und Konsumenten sind durch den deutschen Dioxinskandal verunsichert und fordern zu Recht höchste Sicherheit und lückenlose Nachvollziehbarkeit in der Lebensmittelerzeugung. Letztendlich wurde durch fahrlässiges Verhalten von Futtermittelkonzernen das internationale Ansehen der Landwirtschaft beschädigt. Die Kommission ist dringlichst aufgefordert, das Vertrauen in die europäische Qualitätsproduktion in der Landwirtschaft, die höchste Standards erfüllt, wiederherzustellen. Die lückenlose Aufklärung der Verantwortlichen und die Schadensbegrenzung im deutschen Dioxinskandal ist nur der Anfang. Es müssen rasche und umfassende Maßnahmen getroffen werden, um solche Praktiken seitens der Futtermittelhersteller zukünftig zu verhindern. Die Futtermittelkette ist keine Müllentsorgungsstelle und Industrieabfallprodukte haben in Tierfutter nichts verloren. Ich plädiere für schärfere und EU-weit einheitliche Regeln, vor allem beim Transport. Bereits eine Verunreinigung von Futtermitteln ist nicht zu akzeptieren. Unabdingbar ist aber vor allem die lückenlose und umfassende Kontrolle solcher Konzerne. Kein Landwirt, der mehrmals jährlich überprüft wird, kann die derzeitig vorherrschende Kontrollpraxis von Futtermittelkonzernen verstehen. Trotzdem ist anzumerken, dass der gerade diskutierte Fall durch eine Eigenanzeige ins Rollen gebracht wurde und die zuständigen Behörden richtig reagiert haben. Vor allem gilt es aber, das Augenmerk auf die zu Unrecht geschädigten Bauern zu legen. Diese brauchen dringend Unterstützung, denn der zustande gekommene Schaden darf auf keinen Fall auf sie abgewälzt werden. Tausende Existenzen sind derzeit bedroht. Am vergangenen Freitag brach der Erzeugerpreis im Schweinemastbereich um 23 Cent je Kilogramm ein. Bereits zum Jahreswechsel hatten die Mäster einen Rückgang von 13 Cent zu verkraften. Verschärft wird die Lage dadurch, dass in den vergangenen Wochen die Futterkosten stark gestiegen sind. Hier sind rasche und schnelle Lösungen gefordert. Das Vertrauen der Konsumenten in landwirtschaftliche Produkte darf auf keinen Fall aufgrund von Profitgier und Fahrlässigkeit verspielt werden. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Nun erhält das Wort Frau Steiler für 1 Minute. Bitte schön. Thank you, Madam President. As we've heard, dioxin is a dangerous chemical which is known to cause cancer. And in this instance, it entered the food chain when chemicals meant for use in biofuels were accidentally used in animal feed. Some tests